Fraktion angetroffen. Trevera. Okay. Kommandant, erfüllt eure Pflichtmänner! So, wir könnten natürlich überlegen. Ja, wir weichen erstmal nicht von unserem Plan ab, sondern wir ziehen die Armee schon mal an die Alpengrenzen. So, die Armee 3 könnten wir eigentlich nach Neapolis schicken. So. Und den General, also Veteran vielmehr, stecken wir. Erhöht die Hingabe des Generals der Begleitarmee und erhöht zunehmend die Erfahrung. Das wollen wir ja machen. So. Und dann haben wir ja den Auftrag, dass wir noch einen Würdenträger rekrutieren. Was der jetzt gerade bringt, weiß ich im Augenblick nicht. So, plus 1 Wachstum pro Runde, plus 3 Verstärkungsrate aller Einheiten, Begleitarmee, plus 5 Moral für alle Einheiten. Wäre natürlich schon mal nicht schlecht, die könnten wir auch der Legion 1 an die Seite stellen, je nachdem. Manipulation überzeugen, plus 2 Chance auf erfolgreiche Manipulation, plus 5 Wohlstand durch Kultur, plus 2 Forschungsrate. Oder was haben wir hier? Minus 5 Ausführungskosten aller Aktionen, minus 2 auf Baukosten, örtliche Provinz, Panem et Circe, Res Erlass, plus 3 öffentliche Ordnung, lokale Provinzerlasse. Wäre natürlich diese Forschungsrate, ist sowohl verlockend wie auch die Verstärkung aller Einheiten und plus 5 Moral. Beides sehr interessant und natürlich öffentliche Ordnung wäre natürlich auch nicht schlecht. Trotzdem würde ich sagen, wir wählen wieder immer zu Diensten Roms. Natürlich wieder die militärische Variante in diesem Fall. So, hier können wir im Moment nichts tun. Es ist noch Provinzen, in denen wir etwas bauen können. Im Augenblick glaube ich nicht. Nein. Haben wir eigentlich in dieser Provinz einen Erlass erlassen? Aktuell sind keine weiteren Erlasse möglich. Okay. Dann hat sich das erstmal erledigt. So, hier sind das noch 2 Runden bis voll verstärkt. Das ist gut. Hier haben wir auch mittlerweile ziemlich viele Hochkarätige. Wen interessiert jetzt gerade diese scheiß Nachricht von Steam? Mich nicht. Was ich sagen wollte ist, wir haben eine ziemlich... Alter, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Sonst muss ich dich deaktivieren. Die scheiß Einblendungen da oben. So, was wollte ich denn sagen? Jetzt vergessen. Shit. So. Diese Armee wird von einem anderen Agenten begleitet. Armeen können nur einen Agenten beherbergen. Okay. Dann lassen wir den erstmal da, wo er ist. Bei Gelegenheit könnten wir den natürlich dann austauschen mal. So. Verwirrung hoch 3. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich tun möchte. Wir wollten natürlich hier gegen Veneta marschieren. Allerdings würde ich sagen, ich mache eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Total War Rome 2. Tschüss. Ja, willkommen zurück zu Let's Play Rome 2. In der letzten Aufnahme, letzten Folge, haben wir uns bis hin zu den Alpen ausgedehnt. Und ja, wir waren auf dem Weg, die Veneta einzunehmen, die sich hier oben noch verschanzen. Mein Können steht euch zur Verfügung. Können wir hier was sabotieren vielleicht? Ja, die Chancen sind jetzt nicht gerade so hoch, aber beim Brunnenvergiften steht eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Sabotage. Gut, Sabotage ihr wart klug genug, Roms Agenten für euer Vorhaben einzusetzen. Ich bin unaufhaltsam. Ja, da hat sich auch der Rang erhöht, also ist vernünftig. Wie kann ich euch dienen? Das ist gut, dann was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Antagonist, plus 1 Hingabe, plus 6% Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte, falls er einen General begleitet. Plus 5 Chance auf kritischen Erfolg bei allen Aktionen, das wäre natürlich was, das könnten wir
verwenden plus 5% Chance, feindlichen Agenten auszuweichen. Wir nehmen mal das, wo wir unsere Chancen auf den Erfolg von Aktionen erhöhen. So, wir haben nur eine Runde, dann ist die Forschung auch um. So, derweil... Hunger nach einer Schlacht. Wo wollten wir die hinsetzen? Die wollten wir nach Neapolis schicken. Genau, damit die das italienische Festland verteidigen können. So, in Mettland steht diese Armee. Der wollten wir den Veteran zur Seite stellen. So, die hat keinen Agenten an der Seite und braucht nur eine, beziehungsweise glaube ich zwei Runden wahrscheinlich, um sich vollständig zu verstärken. Okay. Wir sollten vielleicht mal einen Blick auf unsere Finanzen werfen. Wir haben natürlich sehr viel durch Steuern, nehmen wir sehr viel ein, durch Sklaven. Na, so ein bisschen Handel geht eigentlich. Aber da könnten wir auch vielleicht mehr rausschöpfen, wenn wir ein paar Handelshäfen mehr ausbauen würden. Einkommen aus anderen Quellen 1500, Gesamteinkommen 7908. Und dann gehen davon... Ja gut, das meiste für Armeeunterhalt und Marineunterhalt runter, wobei am meisten natürlich für die Armee, da haben wir natürlich auch mehr, am meisten Truppen. So, Gewinne in der letzten Runde haben wir keine gemacht, das ist aber auch nicht schlimm soweit. So, die Beraterin hier können wir mal wieder zumachen. Wir könnten mal gerade in die Diplomatie schauen, ob wir hier noch welche haben, mit denen wir vielleicht doch noch ein Handelsabkommen schließen können. Seid gegrüßt und nun sprecht offen, denn wir sind ein ehrliches Volk und wissen, Aufrichtigkeit in anderen zu schätzen. Vielleicht, wenn wir sie ein bisschen bestechen. Nein, ich bin sicher, eure Waren finden irgendwo Verwendung, aber nicht bei uns. So, wen haben wir denn hier noch, mit dem wir vielleicht Handel treiben könnten? Die hier? Ihr seid willkommen, doch meine Vorfahren und mein Volk erwarten, dass ihr sinnvoll und ehrlich sprecht. Ah. Ich spüre, dass meine... Das ist doch schön. Vielleicht noch einen Nichtsangriffspakt hinterher schieben? Nein, das lehnen sie ab. Euer Angebot ist wohlgesehen. So, damit haben wir wieder ein Einhandelsbündnis, auf jeden Fall schon mal mehr. Die Makedonier. Vielleicht können wir mit denen ja noch handeln. Willkommen. Ich öffne euch die Türen und erwarte... Das lehnen sie ab. Auf unseren Märkten würdet ihr nicht viel verkaufen. Die Räter. Ja gut, die sind aber rot. Die wollen wahrscheinlich nicht mit uns handeln. Trever. Sparta. Da haben wir keinen Handelshafen frei, oder? Die haben keinen Handelshafen. Deswegen können wir nicht mit ihnen handeln. Das ist natürlich schade. Schade, schade, schade. Was bringt uns denn unser neues... Ja, nur 198. Gold ist natürlich auch überschaubar, was den Gewinn aus den Handelsaktionen angeht. Aber besser als gar nichts. So, ich würde mal sagen, wir drücken mal eine Runde weiter. Und schauen wir an, was der Computergegner hier alles treibt. Aber eigentlich sollte nichts Kritisches passieren, denn im Augenblick sind wir ja mit niemandem im Krieg. Das wird sich allerdings ja bald ändern. Wahrscheinlich. Forschung abgeschlossen. Arbeitsorganisation. Sehr schön. Baubericht. Da haben wir fleißig was gebaut. Fraktion vernichtet. Sparta. Okay, die Spartaner sind vernichtet worden. Von wem denn? Ah, okay. Okay. Gut. Dann hat sich das jetzt erledigt mit den Spartanern. Naja gut, dann ist das so. Aber wir hatten ja sowieso jetzt keine wichtigen Bündnisse mit ihnen, insofern
ist das jetzt auch eigentlich egal. Wir könnten... Forschen wir in der Militär weiter? Taktische Drills? Oder... Munitionslager plus 25 Munition für Einheiten bei Belagerungsverteidigungskämpfen plus 20 Schüsse pro Minute für alle Belagerungseinheiten. Aber wir haben bis jetzt eigentlich kaum Belagerungseinheiten wirklich benötigt. Insofern wäre das jetzt, wie soll man sagen, überschaubar der Sinnhaftigkeit dieser Forschung im Augenblick. Wir können hier die Rekrutierungskosten und Unterhaltskosten für Söldner senken, aber so viele Söldner haben wir gar nicht in unserer Armee im Augenblick. Taktische Drills. Plus 6 Nahkampfangriff für alle Einheiten, plus 6 Nahkampfabwehr für alle Einheiten, plus 5 Angriffsbonus für alle Landeinheiten, ermöglicht den Bau von Fechtmeistern, Bogenmeistern und Kampfposten. Sehr was, das könnten wir uns überlegen. Aber wir sollten auch die zivile Forschung, glaube ich, ein bisschen vorantreiben. Vielleicht machen wir das auch die nächsten Runden einfach mal ein bisschen ausbauen, ein bisschen forschen, statt direkt weiter Krieg zu führen. Und wir festigen so erstmal unsere Position erstmal und bauen unsere Armeen auch sukzessive vielleicht noch ein bisschen aus, bevor wir da Probleme kriegen. Nachher mit der Verstärkung unserer Truppen. Und außerdem müssen wir ja noch ein bisschen öffentliche Ordnung aufbauen in einigen Regionen. Hier haben wir zum Beispiel mit minus 97 auf die öffentliche Ordnung. Hier haben wir 100%. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen öffentliche Ordnung nachbessern. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir noch ein bisschen Gold investieren können in den Ausbau unserer Städte. Ne? Aber allerdings braucht man für viele Ausbauten mittlerweile auch Forschung. Hier bräuchten wir noch ein bisschen mehr Geld. Ja, hier auch. So, das heißt, es wäre was für die nächste Runde vielleicht. Hier fehlen auch die entsprechenden Forschungen. Ja, aber wie gesagt, wir könnten auch einfach mal ein paar Runden ausharren einfach. So, und den Veteranen, den schicken wir jetzt in diese Armee. Militärausbildung, genau. Und dann bekommen die ja schon mal Erfahrung einfach durch die pro Runde im Prinzip einfach durch die Anwesenheit des Generals. Genau, hier erhöht zunehmend die Erfahrung aller ihrer Einheiten. Dasselbe machen wir ja hier auch. Und hier brauchen wir eh noch eine Runde, bis die Triarier verstärkt sind. Und wir könnten dann vielleicht diese Armee noch ein bisschen umstrukturieren, dass wir ein bisschen mehr schwere Einheiten dabei haben. Wobei ja ganz auf Hastati verzichten macht eigentlich keinen Sinn. Aber wir könnten hier vielleicht diese Armee noch ein bisschen ausbauen. Da auch hier unten diese Armee. So, aber was wir auf jeden Fall machen könnten, ist hier die Grabmine noch ein bisschen ausbauen. Auch wenn das die öffentliche Ordnung ein bisschen reduziert, aber wir haben hier ein plus 20 pro Runde. Insofern können wir das verschmerzen. So, diese Armee schicken wir jetzt einmal weiter. So. Hier hinten haben wir unseren Admiral. Aber da wird auch noch zwei Runden gebaut. So, dann würde ich sagen, wir schauen mal gerade in die Ziele. Was haben wir denn hier noch? Beherrscht folgende Provinzen in ihrer Gesamtheit. Magna Graecia beherrschen wir nicht, weil die Syrakus zum Teil gehört. Also hier die zwei Regionen. Und Syrakus ist ja einer unserer langjährigsten Verbündeten. Also nicht Verbündete, aber zumindest... Ich höre euch zu. Handelsabkommen und nicht Angriffspakt. Die Wahrheit ist eure schärfste Waffe. Ja. Das überlegen wir uns, ob wir die tatsächlich angreifen.
Weil wie gesagt, die haben hier eigentlich eine gute diplomatische Willkommen. Beziehung. Ich öffne euch die Türen und erwarte verträgliche Gespräche. Ja. So, das heißt, das Ziel werden wir wahrscheinlich erstmal nach hinten schieben. So, was haben wir hier? Erforscht eine Technologie in der folgenden Kategorie Konstruktion. Ultimative Ziele. Militärischer Sieg. Also hier kann man jetzt die Siege uns anschauen. Beherrscht 65 Siedlungen entweder durch direkten Besitz oder über Klientelkönigtum oder Militärbündnisse. Aktuelle Anzahl sind 10. Das heißt, da müssen wir auch noch ein bisschen ausbauen. Und hier müssten wir auch noch ein paar Sektoren einnehmen. Provinzen heißt es ja jetzt hier. Oder kultureller Sieg, da müssten wir auch noch ein paar Provinzen einnehmen. Haltet mindestens eine Siedlung in 28 Provinzen, in denen eure Kultur dominiert. Aktuelle Anzahl 2, Gebäude Pantheon Kolosseum. Erforscht 30 Technologien, da sind wir auf einem guten Weg, da haben wir es schon fast halb geschafft. Aber lassen wir mal gerade hier bei den Kapitelzielen schauen. Bonusziel, haltet mindestens eine Siedlung in der folgenden Provinz. Ja, da sind wir jetzt noch gar nicht hin. Nach Hispania sind wir auch noch nicht gegangen. Nach Gallien. Die makedonischen Kriege. Der Schutz Roms. Halt. So, Klientelkönigtum. Müssten wir mal überlegen, ob wir das eingehen wollen. Aber wir könnten mal gerade jetzt hier mal schauen, was wir hier haben. Imperium. Plus 1 Macht pro Runde für eure politische Partei. Plus 5 Strafe auf öffentliche Ordnung durch lokale Anwesenheit fremder Kulturen. Das kennen wir ja. Das ist ja, glaube ich, die normalen Malusse unserer Fraktion. Plus 3% Korruption in euren Provinzen. Okay. Imperium Stufe 5. Je größer eure Fraktion wird, desto problematischer gestaltet es sich, alles unter Kontrolle zu behalten. Ja, das ist wahr. Unumstrittene Autorität. Das ist schön. Einfluss angesehen. Imperium Stufe 3. Nahrungsüberschuss. Das ist gut. Römisch. Region im Besitz 10. Provinzen im Besitz 2. Reichtum moderat. Hauptstadt ist Roma natürlich. Was haben wir hier? Haus der Julia. Aha.